Hallo ihr Lieben, heute habe ich die allererste Reihenvorstellung für euch für dieses Jahr, denn ich habe meine allererste Reihe beendet. Juppie! Ich freue mich so. Ich freue mich ja immer, wenn ich Reihen beenden kann, weil dann habe ich zum einen eine Reihe weniger auf meiner Liste und ich habe eine Geschichte fertig gelesen. Ich finde, Reihen beenden ist immer so ein gutes Gefühl, weil man weiß, wie diese Geschichte jetzt schlussendlich auch ausgegangen ist. Man weiß, was mit den Charakteren passiert ist und. Und das mag ich. Und ja, ich habe die Wicked-Reihe von Jennifer L. Armentrout beendet und da ich ja zum dritten Teil nicht allzu viel sagen kann, dachte ich mir, ich mache nochmal eine komplette Reihenvorstellung, denn ich habe den dritten Teil wie auch den ersten und zweiten netterweise vom Verlag zur Verfügung gestellt bekommen. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle auch nochmal an den Verlag. Ich habe mich sehr gefreut, dass ihr mir die Bücher zur Verfügung gestellt habt. Ich liebe Jennifer L. Armentrout einfach und ja, vielen, vielen, vielen Dank an dieser Stelle und ja, ich würde sagen, wir machen das wie immer so, dass ich erstmal einen nicht spoilerfreien Teil mache und dann am Ende nochmal zu einem kleinen Spoiler-Teil komme, wo ich nochmal zwei, drei Sachen sage und ihr euch das dann bitte nur anguckt, wenn ihr das auch gelesen habt, sonst spoilere ich euch halt fett und das möchte ich ja nicht. Es sei denn, ihr wollt gespoilert werden, dann ist das so. Und ja, ich würde sagen, wir fangen damit an, dass ich euch nochmal erkläre, worum es in der Wicked-Reihe denn eigentlich genau geht. In der Wicked-Reihe von Jennifer L. Armentrout geht es um Ivy und Ivy ist eine Jägerin und zwar jagt sie Elfen. Denn in dieser Welt, in der das Ganze spielt, das ist eine Urban-Fantasy-Welt, gibt es Elfen und die Underwelt. Und es ist so, dass vor einigen Jahren die Tore zur Underwelt verschlossen wurden, sodass keine neuen Elfen und Fae mehr durch die Tore kommen können. Und es befinden sich aber trotzdem noch Wesen dieser Art in unserer Welt und treiben ihr Unwesen. Und Ivy gehört dem Orden an und der Orden ist dafür zuständig, die Fae zu jagen und zu vernichten. Wenn die Fae getötet werden, gibt es verschiedene Arten, diese zu töten. Man kann sie entweder zurück in die Underwelt schicken oder man killt sie komplett. Das ist aber ein bisschen schwierig und eine ziemliche Sauerei, weswegen die Jäger darauf spezialisiert sind, die Fae in die Underwelt zurückzuschicken. Und Ivy studiert nebenbei an der Universität in New Orleans. Und ja, Ivy hat noch einen kleinen Mitbewohner, einen Brownie. Sein Name ist Tink. Und Tink ist auch ein Wesen aus der Underwelt. Sie hat Tink damals gerettet, als er durch eins der letzten Tore gekommen ist, bevor diese verschlossen wurden. Und ja, Ivy hat ihn quasi gerettet und bei sich aufgenommen und ja, Tink ist einfach toll, was soll ich dazu sagen. Auf jeden Fall lebt Ivy da so ihr Leben und eines Tages ändert sich was, denn eines Tages wird sie von einem sehr, sehr starken Fae angegriffen und Ivy versteht nicht, was an diesem Fae anders ist als bei anderen. Und mit der Zeit in der Geschichte erfahren wir, dass die Elfen die Tore der Underwelt wieder öffnen wollen, damit der Prinz der Elfen quasi durch das Tor in unsere Welt kommen kann, um in einem Halbling, also einem Mensch-Elf-Gemischwesen, ein Baby zu zeugen. Denn wenn der Prinz mit dem Halbling ein Baby zeugt, dann wären die Tore der Underwelt für immer offen und ja, die Fae könnten die Menschheit quasi übernehmen. Und natürlich ist es so, dass das in dieser Geschichte verhindert werden muss. Und ob es Ivy und ihren Freunden gelingt, das ist es schlussendlich, worum es in dieser Reihe geht. Und ja, ich kann nur sagen, dass mir die Reihe im Großen und Ganzen wirklich gut gefallen hat. Es ist keine Reihe, ich weiß nicht, woran es gelegen hat. Es ist keine Reihe, die ich so sehr feiern kann wie Revenge oder Obsidian. Ich weiß nicht, ob es einfach an dieser Elfen-Underwelt-Thematik liegt, weil ich habe davon echt schon sehr, sehr viele Bücher gelesen und diese Elfen-Underwelt-Thematik ist für mich einfach so ein bisschen ausgelutscht. Ich weiß nicht genau, woran es lag, aber es ist auf jeden Fall keine Reihe, die ich so feiern würde und so in den Himmel loben würde wie Obsidian und Revenge. Aber es ist eine gute Reihe und sie hat Spaß gemacht zu lesen. Und ich habe diese Bücher alle drei unglaublich schnell immer gelesen. Also ich habe für jedes Buch, glaube ich, 2 Tage gebraucht und diese Bücher sind nicht gerade dünn. Also ja, ich kann wirklich nicht sagen, woran es gelegen hat und was bei mir irgendwie gefehlt hat, dass der letzte Funke zum Ausrasten gefehlt hat. Aber es ist eine sehr, sehr gute, solide Urban-Fantasy-Reihe, die wirklich Spaß macht, sie zu lesen. Es ist auch eine Reihe für Erwachsene, möchte ich an dieser Stelle noch einmal erwähnt haben. Es ist keine Jugendbuchreihe, es kommen erotische Szenen in diesen Büchern drin vor. Die Charaktere sind auch alle schon über 20, weswegen diese Reihe definitiv an Erwachsene gerichtet ist. Deswegen ist diese Reihe auch im Heine Verlag erschienen und nicht bei Heine Fliegt. Muttis, passt auf eure Kinder auf! Die Cover lassen jetzt nicht unbedingt drauf schließen, dass das eine Reihe für Erwachsene ist. Ich wollte es an dieser Stelle einfach nochmal erwähnt haben, weil Jennifer L. Armentrout halt einfach auch Jugendbücher schreibt. Ja, ansonsten, wie gesagt, was den Inhalt und den Verlauf dieser kompletten Reihe betrifft, hat mir das Ganze großen Spaß gemacht. Ich war
Beim dritten Teil muss ich sagen, vom Ende so ein bisschen enttäuscht. Also die Spannung baut sich hier im dritten Teil, das ist Brave, die baut sich immer weiter auf und immer weiter auf. Und man hat dann einfach schon drei Viertel des Buches gelesen und es ist immer noch nichts passiert. Von der Spannung her, was sich da aufgebaut hat, dass sie mal gelöst wurde. Und man fragt sich dann einfach so, was soll denn jetzt bitte auf den letzten 100 Seiten noch kommen? Und das Ende war gut gemacht, es war gut aufgelöst, es war sehr, sehr spannend und sehr, sehr actiongeladen. Aber es ging halt wieder alles sehr Schlag auf Schlag und sehr, sehr schnell. Und das gleiche Problem hatte ich bei Jennifer Armentrout bei der Götterleuchten-Reihe auch schon, dass dieses Ende auf einmal sehr plötzlich kam und dann alles Schlag auf Schlag und hopple hopp ging. Und das fand ich ein bisschen schade, weil hier fehlt mir einfach so ein bisschen die Finesse und das Raffinierte einfach am Ende, wie jetzt zum Beispiel bei Leyla Dugo. Ich weiß, man kann das Lied der Krähen und diese Bücher absolut nicht miteinander vergleichen. Würde ich auch nie machen, um Gottes Willen. Aber nur, dass ihr vielleicht wisst, was ich meine. Leyla Dugo ist einfach eine Meisterin ihres Fachs und die schafft es, Geschichten so zu verstricken und zu verschachteln, dass man als Leser einfach überhaupt keinen Durchblick mehr hat. Und sowas würde ich mir bei Jennifer Armentrout manchmal einfach auch ein bisschen mehr wünschen. Mir ist bei dieser Reihe extrem auch aufgefallen, nach welchem Baukasten sie ihre Bücher schreibt. Ich habe dann über die Götterleuchten-Reihe nochmal nachgedacht und dachte, das ist der gleiche Baukasten wie bei der Wicked-Reihe jetzt. Und das fand ich schon so ein bisschen schade, denn die Bücher von Jennifer Armentrout sind durchweg gute Bücher. Und es sind Bücher, die sich extrem schnell lesen lassen und es sind Bücher, die auch Spaß machen beim Lesen. Durch einfach auch diese Charaktere, die sie einfach immer so toll schreiben kann und die immer so einen tollen Witz auch in die Geschichte mitbringen. Aber wenn man sich das große Grundkonstrukt mal anschaut von einer Reihe, dann ist jede Reihe quasi gleich aufgebaut. Und das wird dann mit der Zeit für dich als Leser auch sehr vorhersehbar. Und mir war schon am Anfang vom dritten Teil klar, dass dieser eine Plot-Twist, der dann am Ende aufgelöst wurde, dass der kommt. Einfach weil ich dachte, ja, das gehört zu Schema F dazu. Und das war für mich so ein bisschen schade und ich vermute auch, dass das halt das ist, wo bei mir so der letzte Funke fehlt, dass ich sage, oh mein Gott, diese Reihe ist so extrem gut. Denn es ist eine gute Reihe, aber ich raste jetzt hier halt nicht völlig aus dabei. Ich liebe die Bücher, ich liebe die Charaktere, ich liebe die Geschichte, das möchte ich an dieser Stelle nochmal erwähnt haben, aber es ist halt keine Reihe, die mich ausrasten lässt. Und das finde ich halt echt ein bisschen schade. Und ja, ich habe, glaube ich, gerade erklärt, wieso, weshalb, warum. Ansonsten, wie gesagt, was den Verlauf, die Handlung und das alles betrifft, hat mir das Ganze gut gefallen. Was die Charaktere betrifft, ich liebe an allererster Stelle in dieser Reihe aus Matink. Tink ist mein absoluter Favorite-Charakter in dieser kompletten Reihe. Ich liebe diesen Nebencharakter einfach und ich fand es toll, was mit Tink im dritten Teil passiert ist. Ich habe mir ja gewünscht im zweiten Teil, dass Tink vielleicht nochmal seine eigene Geschichte bekommt. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Könnte man, was im dritten Teil passiert ist, auf jeden Fall noch ein bisschen was draus machen. Und ja, ich mag Tink einfach und Tink ist einfach mein Lieblingscharakter von dieser kompletten Reihe. Ansonsten, was Ivy betrifft, an manchen Stellen konnte ich nicht so ganz nachvollziehen, was so in ihrem Kopf abging. Gerade im dritten Teil am Anfang hatte ich so ein bisschen Probleme mit ihr. Das hat sich dann im weiteren Verlauf der Geschichte wieder gebessert, wo sie auch von ihrem Denken her wieder anders an die ganzen Sachen rangegangen ist, wo sie halt auch sich wieder verändert hat in der Geschichte. Aber am Anfang vom dritten Teil hatte ich so ein bisschen meine Schwierigkeiten mit Ivy, was ich jetzt aber grundsätzlich nicht absolut schlimm fand, aber ich bin halt dadurch irgendwie nicht so gut bei ihr, was gefühlsmäßig auch betrifft, da reingekommen, dass ich das so nachempfinden konnte. Ansonsten finde ich, dass Ivy eine super Protagonistin für diese Reihe ist. Sie ist auf jeden Fall sehr, sehr sympathisch. An manchen Stellen, wie gesagt, denkt man sich, oh mein Gott, Mädchen, was machst du da? Aber das liegt halt einfach daran, dass wir unterschiedliche Charaktere sind. Und ja, aber sie ist eine gute, aber sie ist im Großen und Ganzen eine gute Protagonistin, die diese Geschichte auch super trägt. Was Ren betrifft, Ren ist wieder typisch Jennifer Armentrout. Er ist der heiße, sexy Boy in der Geschichte. Er sieht unglaublich gut aus. Er ist einfach ein Traumtyp. Er macht alles für Ivy. Er tut alles für sie. Er rettet sie. Er ist einfach da und er tut immer das Richtige sagen im richtigen Moment. Er ist einfach ein Traummann und er ist toll. So, das sei an dieser Stelle einfach nochmal gesagt. Aber an meinen Roth kommt keiner ran. Roth ist und bleibt der Beste, auch wenn ich diesen Namen immer noch nicht aussprechen kann. Ja, also Ren fand ich auch ganz, ganz toll in der Geschichte. Ansonsten, was die anderen Nebencharaktere betrifft, die in diesen drei Büchern noch so mit drin vorkommen, ich finde, die spielen alle ihre Rollen ganz gut. Die kommen alle so rüber, wie sie rüberkommen sollen. Was den einen Nebencharakter betrifft, fand ich den Plot-Twist, den es hier im dritten Teil gab, wirklich richtig, richtig gut. Und ich kann jetzt nicht sagen, wer. Sonst würde ich euch spoilern.
Aber wenn ihr die Reihe kennt, ich meine Drake, wer die Reihe jetzt kennt, weiß, wer Drake ist. Und ich fand den Plot-Twist, was ihn betraf, wirklich gut. Damit hätte ich auch so an der Stelle nicht gerechnet. Und das war so das Einzige, wo ich sage, am Ende vom dritten Teil, das war jetzt eine extrem überraschende Wendung, die ich nicht habe kommen sehen. Und ja, ansonsten, was die anderen Nebencharaktere betraf, hat es mir sehr, sehr gut gefallen. Wie gesagt, die spielen alle ihre Rollen, die sie spielen sollen. Und die kommen auch alle so rüber, wie sie rüberkommen sollen. Und ja, mehr kann ich zu den Charakteren auch nicht sagen, außer, dass ich sie mag und alle in mein Herz geschlossen habe, die guten. Ansonsten schläft mir gerade mein Bein extrem doll ein. Ansonsten, was das Setting und den Schreibstil von Jennifer Armentrout betrifft, brauche ich, glaube ich, nichts mehr sagen. Habe ich bei den ersten beiden Teilen ja schon gesagt. Ich fand das Setting richtig cool. Diese Geschichte spielt in New Orleans und im dritten Teil dann noch in einem anderen Ort. Ich finde, dass alles super gut beschrieben ist, dass ich mir alles auch sehr, sehr gut vorstellen konnte. Jennifer Armentrout, finde ich, schreibt sehr, sehr bildlich. Also sie schreibt exakt so, dass ich Bilder komplett in meinem Kopf habe von den Orten. Bei den Szenenbeschreibungen habe ich keinerlei Probleme und ja, ich mag das Setting. Ich finde, Jennifer Armentrout hat eine schöne Kulisse geschaffen, um die Geschichte spielen zu lassen. Es war auf jeden Fall mal was anderes mit New Orleans und ja, ich mag das Setting, ich mag das Worldbuilding, mir hat es gut gefallen. Ich hatte keine Probleme, mir irgendwas vorzustellen. Was den Schreibstil betrifft, ich glaube, ich brauche dazu wirklich nichts mehr sagen. Ich liebe diesen Schreibstil, on point, mein Geschmack, mein Humor, einfach alles. Diese Frau ist einfach meine Queen, was das betrifft, und wird es da einfach für immer bleiben. Jennifer Armentrout schreibt jetzt nicht extrem gefühlvoll oder irgendwas, aber sie hat für mich einfach die richtige Mischung aus Romantik, Erotik, Spannung, Witz, Action. Also diese Frau packt für mich einfach alles perfekt zusammen und auch ihre Metaphern, die sie immer benutzt, auf die ganzen Serien und Disney und keine Ahnung was. Das finde ich einfach toll, weil das sind halt Sachen, die mich persönlich auch interessieren, und wenn man dann halt sowas in Büchern wiederfindet, ist das natürlich dann einfach, das ist dann halt einfach seins, also meins in dem Falle. Und ja, ich liebe den Schreibstil von Jennifer Armentrout einfach und da geht nichts drüber. Es ist einfach so. Und mehr kann ich zum Schreibstil auch nicht sagen. So viel zum allgemeinen, spoilerfreien Teil der Wicked-Reihe. Also wie gesagt, im Großen und Ganzen ist es eine sehr, sehr gute, solide Urban-Fantasy-Reihe, die wirklich auch Spaß macht beim Lesen, weil sie einfach durch ihre Charaktere besticht und durch den unglaublich tollen Schreibstil, durch den Witz, den Humor, die Spannung und die Action. Aber es hat halt so das gewisse etwas für mich gefehlt, dass ich halt völlig ausraste und sage, oh mein Gott, diese Reihe ist so unglaublich gut. Das leider nicht. Aber es ist eine absolut tolle, tolle, tolle Reihe. Und jeder, der gerne Urban Fantasy liest und jeder, der gerne Bücher mit Fae und Elfen und der Underwelt liest und jeder, der gerne Jennifer Armentrout liest, der sollte sich diese Bücher auf jeden Fall angucken. Ich mag sie sehr. Und ja, ich würde jetzt nochmal zum Spoiler-Teil kommen und von allen anderen verabschiede ich mich schon mal. Bis zum nächsten Mal. Alle anderen, bleibt einfach dran und meine Bücher fallen um und wir reden nochmal ganz kurz über das Ende und was im dritten Teil denn eigentlich hier so passiert ist. Bei mir geht gleich hier die Welt unter. Alter, bei mir hat gerade noch die Sonne geschienen hier und jetzt zieht sich alles komplett zu mit Regenwolken. Läuft. Ich muss dann nochmal mit dem Hund raus. Ach, egal. Ja, kommen wir zum Spoiler-Teil von der Wicked-Reihe. Ich hatte ja gerade schon gesagt, ich möchte gerne noch was zum Ende sagen. Wem von euch war von Anfang an auch noch klar, dass Brina die Königin ist? Ich fand, das war so mega offensichtlich. Als die Königin das erste Mal zur Sprache kam, dachte ich mir, ja, das ist die Trulla, die Renda in seiner Gefangenschaft da begatten wollte. Und das fand ich so ein bisschen schade, dass dieser Plot-Twist für mich schon so vorhersehbar war. Ich kann euch nicht sagen, warum ich das schon so vorhergesehen habe, aber es war für mich einfach vom Logischen her so klar. Was für mich halt nicht klar war, ist, dass Drake eigentlich gar nicht Drake war, sondern der Bruder vom Prinzen vom Sonnenhof. Ich habe seinen Namen gerade vergessen. Ich finde seinen Namen nicht. Keine Ahnung. Ich weiß gerade nicht mehr, wie Drake eigentlich heißt. Auf jeden Fall, das habe ich echt nicht kommen sehen, dass Drake eigentlich gar nicht Drake ist, sondern der Bruder von Fabian, dem Sommerprinzen. Und das fand ich eine coole Wendung, die ich auch so nicht habe kommen sehen. Und was ich halt auch richtig cool finde bei dem Ende ist, dass es ein offenes Ende ist. Dass Jennifer Armentrout hier quasi jederzeit noch eine Spin-off-Reihe schreiben kann. Und das finde ich toll. Das finde ich richtig, richtig toll, denn ich hätte auf jeden Fall Bock, hier noch mehr zu lesen. Andererseits finde ich es halt echt schade, dass es kein richtiges abgeschlossenes Ende ist. So von wegen, die Bösen sind weg, das Gute hat gesiegt und alle sind happy. Oder halt auch nicht, je nachdem. Das fand ich halt einerseits ein bisschen schade, andererseits fand ich es echt cool, weil halt Jennifer Armentrout jederzeit hier weiterschreiben kann. Ja, was sagt ihr denn so zu dem Ende? Findet ihr dieses offene
Ende gut oder sagt ihr auch lieber, wir hätten lieber einen Abschluss gehabt und Jennifer Armentrout sollte sich gefälligst was Neues ausdenken? Oh Gott, meine Wäsche, wartet mal. So, ich muss meine Wäsche mal ganz kurz vor dem Sturzbach da draußen retten, weil ich sah nur gerade eine Windböe und wie was hochflackerte und in dem Moment fiel mir ein, dass meine Wäsche noch auf dem Balkon steht. Die musste ich jetzt erstmal ganz fix reinholen. Verdammt. That's the real life. Wo war ich denn jetzt gerade? Ich war gerade, glaube ich, bei dem Ende und hatte euch gerade gefragt, was ihr so zu dem Ende sagt und zu den Wendungen und fandet ihr das gut, fandet ihr das doof? Schreibt mir eure Meinung gerne mal unten in die Kommentare. Ansonsten hatte ich ja vorhin schon gesagt, dass ich es halt ein bisschen schade wieder fand, dass halt so das ganze Buch über wieder Spannung aufgebaut wurde und das Ende dann quasi hier so auf dem letzten Stück so aufgelöst wurde. Und die schmieden da Pläne und machen und tun und dann wird dieser Plan einfach nicht umgesetzt, denn alles ist ganz anders und haha, die Bösen fallen einfach bei den einen. Ich finde das halt schade, dass, ist bei Jennifer Armentrout mir jetzt schon öfters aufgefallen, dass sie halt die Pläne, die sie schmiedet, nie in die Tat umsetzt. Also, das ist so oft so in ihren Büchern und das finde ich einfach nur doof. Dann soll sie doch die Scheiße auch einfach mal durchziehen, die sie sich ausdenkt. Oder halt dann halt nicht ausdenkt. Aber dann soll sie sich halt einfach mal was ausdenken. Weil, denn es ist echt oft so in ihren Büchern. Und das finde ich halt einfach so ein bisschen schade. Und das ist so ein bisschen was, so für mich das Ende so ein bisschen mäh gemacht hat. Dass ich halt sage, ich bin mit dem Ende nicht 100% zufrieden. Was halt den Verlauf und so betraf. Ansonsten bin ich halt, wie gesagt, mit Ivy am Anfang nicht warm geworden. Dieses ganze Traumata-Ding aufgrund ihrer Entführung und Gefangenschaft. Ich habe mir die ganze Zeit gedacht so, ja, ey, du hast da einen Typen, der alles für dich tut und der selber gelitten hat und der selber diese Scheiße durchgestanden hat und der dich absolut verstehen kann und du machst einfach die ganze Zeit nur mi, mir geht's so schlecht, mi, ich bin traumatisiert. Das ging mir am Anfang so auf den Sack, dass sie halt auch nicht mit dem geredet hat. Und ich fand es halt so gut, diese eine Stelle, wo er dann gesagt hat, wo sie dann halt gesagt hat, ja, du redest ja auch nicht mit mir über das, was hier in der Gefangenschaft passiert ist, wo er dann sagt, ja, du hast auch nicht gefragt. Und diese Stelle fand ich so gut, die habe ich echt gefeiert, weil es genau das war, was ich die ganze Zeit gedacht habe. So, die ist total egoistisch und nur auf sich bezogen und was mit allen anderen ist, was das für Konsequenzen auch noch hatte, was ihr Umfeld betraf, das ist ja egal. Und das fand ich halt echt blöd. Ansonsten kann ich nur sagen, dass ich Tink in diesem Buch wieder sehr, sehr gefeiert habe. Auch wenn Tink wie so ein kleines Duracell-Häschen ist und auch ein bisschen eingebildet und überheblich. Ich finde, er ist ein Charakter, den man einfach gern haben muss. Der hat halt einfach irgendwie eine sehr, sehr sympathische, witzige, niedliche Art an sich. Und auch dieses ganze Ding mit Fabian fand ich irgendwie extrem gut. Habe ich sehr gefeiert. Und was ich halt auch extrem gut fand, war diese Trollpuppen-Geschichte. Vor allem, weil in den ersten Teilen ja immer schon sie gedacht hat, so was macht er denn mit diesen ganzen Trollpuppen? Die sind unheimlich. Und wo das dann halt rauskam, dass er die steuern kann und die da die ganzen Typen angegriffen haben, ich fand diese Stelle so unglaublich gut. Das habe ich echt total gefeiert, da habe ich echt total gelacht. Ansonsten kann ich sagen, dass der dritte Teil mir auch wieder gut gefallen hat, war ein guter Abschluss für die Reihe. Wie gesagt, mit diesem offenen Ende, ich weiß noch nicht, ob ich es 100% gut finde. Keine Ahnung, es ist natürlich einerseits cool, weil halt natürlich sehr viel Potenzial für Fortsetzungen ist. Andererseits, glaube ich, hätte ich mir so einen kompletten Abschluss in dem Moment erstmal mehr gewünscht, als jetzt wie, ja, wir haben jetzt für die nächsten 10 Jahre unsere Ruhe, bevor die Alte wieder angreift. Naja, egal. Wir schauen mal, ob da noch was kommt, ob da noch irgendwas passieren wird oder halt auch nicht. Und ja, mehr kann ich jetzt auch im Moment gerade nicht dazu sagen, man fällt mir im Moment auch nicht ein. Ansonsten kann ich sagen, wie immer, schreibt mir eure Meinungen und alles unten in die Kommentare, ich freue mich drauf. Und ja, jetzt bedanke ich mich auch an dieser Stelle bei euch fürs Gucken, wünsche euch noch eine schöne Woche und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, macht's gut. Tschüss!